Der Name Saphirator sagt bei meinem heutigen Bier eigentlich schon alles über Bierstil und zumindest eine Zutat, die reingekommen ist. Welche Brauerei da gebraut hat und was es dann am Ende des Tages rausgekommen ist, darüber reden wir wie immer in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung des Craft Beer Adventkalenders des Beer Tasting Clubs und damit herzlich willkommen zum heutigen Bier, das auf den Namen Saphirator hört. Und zumindest diejenigen von euch, die sich so ein bisschen in der Bierwelt mehr auskennen als vielleicht andere, die wissen schon genau, wenn ein Bier auf Arthur endet, dann ist es in der Regel stark und dann ist es in der Regel ein Doppelbock. Das ist bei diesem heutigen Bier definitiv der Fall. Und das Saphir, was vorne drauf steht, das steht für eine Hopfensorte, die ist uns bei den Biertastings des Adventkalender heuer auch schon ein paar Mal begegnet. Da ist nämlich Saphirhopfen drin. Und wenn ihr dann richtig aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass Saphirhopfen durchaus ein Hopfen ist, der mir sehr viel Freude macht. Und ich hoffe, dass das mit diesem heutigen Bier ganz genauso ist. Doppelbock, ein heller Doppelbock, kommt mit 7,9 Volumenprozent daher. Es ist Gerstenmalz und Hopfen darin. Der Hopfen ist der Saphirhopfen. Es sind große Mengen Saphirhopfen, also da bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ich mag es ja in Pilzbieren sehr, sehr gerne und die Brauer des Brauhaus Nittenhaus, denn daher kommt der Saphirator, die, wie gesagt, versprechen große Mengen. Und dann schauen wir mal vorne drauf, von der Farbe her soll es sehr hell sein. 3 von 5 Aromapunkten, 3 von 5 bittere Punkten und 3 von 5 Körperpunkten. Hell trifft stark, Saphirator, heller Doppelbock. Kurzer Blick noch auf den Kronkorken und dann geht's auch schon ab ins Glas. Und hell, das glaube ich, können wir an der Stelle schon mal alle unterschreiben. Das fällt nach wenigen Augenblicken auf, dass das hier kein dunkler Bock wird. Die Frage ist, wie klar wird er? Und ich kann nach dem Einschenken sagen, ja, es ist zumindest kein gleichmäßig trübes Bier, sondern eher so ein opales, leicht getrübtes, goldenes Bier. Wir haben eine schöne cremeweiße Schaumkrone obendrauf, die mit einer schönen Stabilität da sitzt. Das ist beim Doppelbock auch nicht selbstverständlich. Viel Kohlensäure, die dann noch im Glas sichtbar ist. Und ich glaube, da ist einiges anders, als wir das von Doppelböcken gewöhnt sind. Ich hoffe mal. Oh, Hallihallo. Oh. Also das ist ja mal echt an der Nase, da ist ja auch nicht was Aromatisches geboren. Schön kräftige Honignoten, so ein würziger Hopfen, ein bisschen strohig und dann ein süßliches, biskuitartiges Malz. Aber das ist mal so richtig mit dem Honig zusammen. Es gibt mal ordentlich Vollgas. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wenn das Bier das hält, was es Aroma verspricht, dann haben wir jetzt heute richtig Spaß im Glas. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Kräftige, süßliche Malznoten und es fällt sofort auf, es ist eine richtig schön kräftige, fruchtige Note da. So ein Trockenobst, das geht so in die Aprikose-Richtung, also sehr, sehr präsent. Und auch diese leichte Honignote, die mauschelt sich da hinten so ein bisschen auch mit der Frucht durch. Was mir jetzt richtig gut gefällt, und das ist das, was ich glaube, was es bei Böcken viel zu selten gibt, der Saphirhopfen, der für meine Begriffe einer ist, der so typischerweise in Pilzbieren richtig seine volle Wirkung entfaltet und auch richtig gut zur Geltung kommt, der macht bei diesem Bier halt auch richtig Spaß. Und kommt mit der schönen Bittere an den Start, eine schöne Herbe, aber dieses Bier hat eben auch ein Gegengewicht zu liefern, eben durch dieses biskuitartige Malzgerüst, ein bisschen Honig, der Fruchtigkeit. Und das Ganze ist wunderbar in Balance und gibt dem Ganzen noch so eine schöne kräuterige Note mit. Im Hintergrund schwingt ein bisschen die Würze mit und man muss auch fairerweise sagen, mit den 7,9 Volumenprozent, da macht das Bier auch kein Geheimnis draus. Der Alkohol ist da, der Alkohol ist präsent und sagt, hey, also wir trinken hier gerade mal einen Doppelbock und das darf man auch spüren. Und das ist dann auch der Fall. Reiht sich aber wirklich wunderbar in das Gesamtgerüst rein und macht dann einfach Laune auf den nächsten Schluck. Und wie gesagt,
Wer meinen Kanal schon länger kennt, weiß, wie ich zu Böcken stehe. Aber das sind dann wieder mal so die Highlights, wo ich sage, ach ja, dann darfst du mich auch mal ein Bock sein. Schöner, mittlerer bis voller Körper. Kohlensäure schön sanft, aber dennoch präsent. Und gibt dann so eine leichte Cremigkeit an Zunge und Gaumen über die Kohlensäure, den Schaum. Aber das Bier an sich hat dann eine tolle Öligkeit und läuft wie die Hölle hinten in den Rachen und macht dann auch so im Hals richtig schön warm. Also im Nachtrunk merkt man dann so der ganze Rachen, Mundrachenraum, der wärmt sich nochmal so ein bisschen auch über den Alkohol auf und ja, richtig schön. Und so geht es dann auch in den Nachtrunk rein. Also der Alkohol, der ist ja schon warm und es kommt diese Honigsüße nochmal dazu. Die Trockenfrucht spielt sich noch ein bisschen nach vorne, diese Aprikosennote. Und in Summe wird dann auch die Bittere vom Saphirhopfen, die sagt dann, komm, dann, ihr habt jetzt mitgekriegt, dass ich da bin. Und jetzt dürft ihr mal wieder mit eurem, sagen wir mal, ein bisschen fruchtigeren, süßlicheren Noten den Nachtrunk dann bespielen. Und der Saphirhopfen nimmt sich ein bisschen zurück von der Bittere und auch von der Herben. Und ist ein wunderbarer Ausklang eines schönen, hellen Doppelbocks, der aus dem Brauhaus Nittenau kommt. Und von Probier.tv gibt es für dieses Bier ganze 3,5 Punkte für den hellen Doppelbock namens Saphirator aus dem Brauhaus Nittenau. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Wenn ihr wissen wollt, was es morgen für ein Bier gibt, dann habe ich eine gute Idee. Ihr abonniert einfach den Kanal, das könnt ihr da unten machen. Und dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn dieses Video morgen online geht und auch viele andere Videos noch in den nächsten 365 Tagen, denn ich versorge euch ja regelmäßig mit Biervideos. Ich bin raus, wir sehen uns morgen. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.